passiert da eigentlich in diesem Kosmos Schule? Und ich weiß noch, als ich in die Schule gekommen bin an diesem Tag, es war nur sehr ruhig und leise, es waren nur keine Schüler da. Nur irgendwoher habe ich Gewusel und Stimmen gehört, denen dann gefolgt bin, bis ich dann vor dem ominösen Lehrerzimmer gestanden bin. Also dieser eine Raum, wo man sich als Schüler und Schülerin nur gedacht hat, was passiert hinter dieser Tür? Und auf einmal war ich Teil davon und bin da mittendrin gestanden. Ja, es war Gewusel, die Leute haben sich begrüßt, es war schon hektisch. Vor dem Kopierer hat sich schon die Schlange gebildet und ich bin nur so ein bisschen verloren gestanden und habe im ersten Moment gar nicht gewusst, was da jetzt eigentlich los ist. Was mache ich hier eigentlich? Was tue ich hier? Wir sind alle diese Menschen. Und dann hat mich zum Glück jemand an die Hand genommen, hat mir mal gezeigt, wo mein Platz ist, wo ich meine Sachen hingeben kann und was da jetzt eigentlich auf mich zukommt an diesem Tag. Und ich hatte das Glück, dass das in meinem Fall die Sonja war, die mich damals quasi an die Hand genommen hat und mir den Einstieg in mein Lehrerdasein Gott sei Dank sehr erleichtert hat und ja, mich willkommen geheißen hat. Nicht jede junge Lehrkraft macht aber die Erfahrung. Oft ist es eher so, dass man sich ja am Anfang ein bisschen alleine fühlt, so wie ich eben auch in diesem Lehrerzimmer gestanden bin und einfach mal nicht weiß, was man hier eigentlich tun soll. Was das jetzt eigentlich mit mir und der Sonja zu tun hat, mit unserem Programm Agent Lehrkraft und mit Bildungsinnovation, das wollen wir euch in den nächsten 20 Minuten ein bisschen näher bringen. Damit wir jetzt wieder ein bisschen aufwachen an diesem doch sehr intensiven Nachmittag, möchten wir euch aber einladen, bei einem kurzen Menti mitzumachen, bei einer kurzen Umfrage, wo es darum geht, dass wir auch von euch gerne wissen würden, wie es denn euch am ersten Tag als Lehrkraft gegangen ist. Schickt uns doch bitte einen Gedanken dazu, der das ein bisschen umschreiben würde. Der Link ist jetzt im Chat, bitte einfach draufklicken und den Code seht ihr da auf der linken Seite, einfach eintippen und dann schauen wir uns mal an, was da so für Gedanken sprudeln, für Erinnerungen an euren ersten Tag als Lehrkraft. Und wir geben euch dafür eine Minute Zeit circa und schauen dann gleich mal rein, was da rausgekommen ist. Ich hoffe, da wird schon fleißig getippt. Ich wechsle gleich mal die Ansicht. Geh rüber ins Menti. Wir schauen uns mal. Wir haben gewünscht, dass da was kommt. Da kommt auch schon was. Ich gehe in den Präsentationsmodus. Und wir haben schon 5 User, genau, die hier schreiben: verwirrend, verloren, Unsicherheit, Chaos, Chaos pur. Hanna, was macht das mit dir, wenn du das liest? Ja, ich fühle mich sehr verstanden. Ja, auch wenn man heute niemanden sieht über die Videos, aber ja, ich finde, da kriegt man schon ein richtiges Gefühl dafür, was es eigentlich heißt, Lehrkraft zu sein. Genau das beschreibt es ziemlich gut. Ich warte nochmal und tu nochmal updaten, ob da noch was kommt. Ja, also die Gefühle waren anscheinend sehr ähnlich, die Erinnerungen an den ersten Schultag, an den ersten Tag in der Schule. Ja. Vorfreude, das ist jetzt auch mal ein positives Wort, ja, voll. Darf man nicht vergessen, natürlich. Die Vorfreude ist auf jeden Fall auch wichtig und war genauso da. Weil dann würde ich die Präsentation wechseln und würde mal sagen, was hat das, was die Hanna erzählt hat, mit euren Gefühlen, mit der Überschrift zu tun, Mission Bildungsinnovation? Also, als Junglehrkraft oder auch schon in späteren Jahren ist es so, dass man in dieser Fülle im Lehrerzimmer oft untergeht. Man ist auf seiner eigenen kleinen Insel, man macht sein eigenes kleines Süppchen, braut man erfindet Rat jeden Tag neu. Wir könnten wahrscheinlich viel besser miteinander arbeiten, aber wie soll sich das ausgehen? Es ist viel zu eng manchmal und dann muss man 15 Corona-Tests machen und dann ist man müde und ja, dann bleibt da kein Raum. Vor allem kein Raum und keine Zeit für Energie und Ressourcen, kein Raum und keine Energie und Ressourcen für Innovation, für innovativen Unterricht. Und dann ist das Nächste, dann
ist man schon in seiner eigenen kleinen Welt, dann ist man isoliert, die Energie und die Ressourcen sind schon niedriger und dann kriegt man in der Zeitung auch noch zu lesen, was wir Lehrkräfte vielleicht alles tun oder nicht tun und wie das Bild der Lehrkraft oft wahrgenommen wird. So, Hanna, was sagst du, was gibt es da dann für Möglichkeiten? Wir wollen euch hier an dieser Stelle noch zeigen, eine Studie, die McKinsey durchgeführt hat, 2010. Und das Ergebnis dieser Studie ist dargestellt worden dann in dieser Skala. Und zwar, wie kommt man von einem genügenden Schulsystem zu einem guten, zu einem großartigen und zu einem exzellenten Schulsystem. McKinsey haben 2010 20 Schulen weltweit miteinander verglichen, die sehr divers waren und ganz unterschiedliche Schulsysteme gehabt haben. Aber was ihnen gemein war, beziehungsweise welche Punkte eben zu einem großartigen beziehungsweise exzellenten Schulsystem geführt haben, haben sie hier zusammengefasst. Und ich möchte eben eingehen auf den letzten Punkt, der noch einmal das unterstreicht, was so wichtig ist, aber oft fehlt, diese Community of Practice, dieses Peer-Learning und das permanente Involvieren der Lehrkräfte. Das einfach zum Teil immer noch viel zu kurz kommt. Also wie gesagt, hier nochmal aufgelistet, das peergesteuerte Lernen, kollaborative Praxisleben, pädagogische Entscheidungen auf Schulebene delegieren. Soll heißen, weg von diesen Top-Down-Entscheidungen hin zu Bottom-Up-Innovation und Inspiration von den Lehrkräften für die Lehrkräfte, um ein Schulsystem tatsächlich exzellent werden zu lassen und dann diesen Prozess anzuregen, sich weiterzuentwickeln. So, was haben wir dann gesagt? Also wir haben das alles gesehen. Wir haben gesehen, es braucht Peer Learning, aber wenn wir darauf warten, dass das irgendwer verordnet, dann werden wir wahrscheinlich alt und grau und sind dann keine Junglehrkräfte mehr und haben beschlossen, als Junglehrkräfte einfach mal das Ruder in die Hand selber zu nehmen und nicht drop-down, sondern bottom-up eine Initiative zu gründen, um eine Vernetzung zu ermöglichen und jungen Lehrkräften einfach den Austausch zu ermöglichen. Das Ganze haben wir Agent Lehrkraft genannt, weil es ist so, dass wir sagen, das, was eine Lehrkraft jeden Tag tut, das sind so viele Skills und so viele Fertigkeiten reingepackt, das hat schon fast Agentenfaktor. Und was haben wir da jetzt geschnürt? Wir haben gesagt, okay, was brauchen wir? Wir brauchen Lernen von Lehrkräften für Lehrkräfte. Wir versuchen, dieses Peer-to-Peer-Netzwerk aufzubauen, schulübergreifend. Das heißt, wenn zum Beispiel in einer Schule Leute sind, die sagen, ja, Digitalisierung finde ich total toll und der Rest des Lehrkörpers sagt, slow down, wir brauchen noch ein bisschen, dann soll man die vorne dahin reiten und Digitalisierung vorantreiben wollen, nicht aufhalten, sondern die können sich ja schulübergreifend vernetzen, können sich mit anderen Interessierten aus anderen Schulen austauschen. Dazu haben wir dann noch Workshops gestaltet zu Unterrichtsmethoden, Work-Life-Balance, weil in Lehrkraft steht das Wort Kraft ganz groß für uns. Und diese Unterrichtsmethoden haben auch sehr oft was mit Digitalisierung zu tun. Und in unserem zweiten Teil der Präsentation gehen wir auch genau darauf ein. Und was bewirkt das? Das führt dazu, dass ein Empowerment da ist, dass man sich emanzipiert fühlt, voller Energie, mit vielen Ressourcen, selbst innovativen Unterricht zu starten. Und das führt dann im Endeffekt auch dazu, dass wir resilientere Lehrkräfte haben, die die resiliente Gesellschaft der Zukunft bilden und mehr Energie für Innovationen im Klassenzimmer vorhanden sind. Und dadurch wird dann die nächste Gesellschaft auch wieder mit beeinflusst. Genau. Was machen wir da jetzt genau? Wir wollen euch jetzt noch einen ganz kurzen Überblick geben, was jetzt Agent Lehrkraft in ihrem Programm eigentlich anbietet. Die Sonja hat es schon erwähnt, wir machen zum einen Workshops zu unterschiedlichen Schwerpunkten. Da geht es um Classroom Management Skills, Lizenz zum Krafttanken, also was ist Work-Life-Balance, wie kann ich das leben, bis zu der Entwicklung einer Vision fürs Klassenzimmer. Wir wollen unsere TeilnehmerInnen inspirieren beziehungsweise anregen zu inspirieren und ihre eigene Vision für ein Klassenzimmer zu entwickeln, zum Beispiel im Sinne eines Projekts, das wir dann auch begleiten in der Schule. Das heißt, es geht dann hin zu Mentoring, Coaching, wo wir dann den Unterricht beobachten und auch gemeinsam dann analysieren und besprechen. Wenn ihr
noch mehr Interesse habt, beziehungsweise genau nochmal nachschauen wollt, was passiert jetzt eigentlich genau, da links seht ihr unsere Homepage www.agentlehrkraft.at. Bitte gerne vorbeischauen und uns schreiben, wenn ihr noch mehr Fragen dazu habt. Jetzt möchten wir euch aber gerne einmal mitnehmen in die Tools, die wir euch heute präsentieren möchten. Sonja, was hast du mitgebracht? Ich habe ein Quote mitgebracht, wo steht, dass, ihr wisst ja, 8-Punkte-Plan ist jetzt da, Geräteinitiative ist da und die Geräte, diese Technologie wird niemals großartige Lehrkräfte ersetzen. Aber Technologie in den Händen von großartigen Lehrkräften kann wirklich transformierend sein. Und das sehe ich eigentlich jeden Tag in Schulungen mit Lehrkräften. Und deswegen zeigen wir euch heute zwei Tools, die wir auch bei Agent Lehrkraft einsetzen, die wir als Lehrkräfte auch persönlich einsetzen und die uns und viele andere auch schon sehr inspiriert haben. Hanna, da wollte ich noch dazu was sagen. Momentan ist es so, dass mich viele Lehrkräfte fragen, wie mache ich denn das jetzt da? Wie setze ich denn das tatsächlich um? Und dann sieht man zum Beispiel so eine Anleitung. Ein Gegenstand, ein Gesicht geben, ein Zeitraffer-Video aufnehmen, ein Ausmalbild erstellen. Und dann denkt man sich, okay, und was ist das jetzt für einen pädagogischen Wert? Was mache ich damit eigentlich? Und wir haben uns jetzt gedacht, wir gehen auf Punkt 11 ein einfaches Buch erstellen. Und die Hanna wird dazu jetzt erzählen, wie man das cool digital machen kann und welchen Mehrwert es für ihre Schule hat. Sehr gerne. Dazu musst du mir dann einen Bildschirm bitte geben. So. Das Tool, das ich euch gerne vorstellen möchte, nennt sich Book Creator und ist eine App bzw. ein Programm, das auf Tablets, genauso wie aber auch auf Laptops zu nutzen ist. Es ist browserbasiert, also es funktioniert nur mit Safari oder Google Chrome. Was genau ist Book Creator? Wie schaut das eigentlich aus? Sonja, bitte sag mal, wenn es funktioniert. Seht ihr? Bitte? Wir sehen deine Bibliothek. Ja, gut. Okay. Ja, Book Creator, wie der Name schon verrät, ist ein Programm, wo wir mit Schülern digitale Bücher gestalten können. Das kann ja ein ganz normales Buchformat sein, aber auch Comics, beziehungsweise wären auch Fotostories möglich. Als Lehrer hat man gratis die Möglichkeit, eine Bibliothek von 20 Büchern anzulegen. Das heißt, das wäre schon mal quasi für eine Klasse möglich. Wenn man das in mehreren Klassen benutzen möchte, also mehrere Bibliotheken, dann empfiehlt es sich aber, eine Lizenz zu kaufen. Wir sind ja in der Bibliothek meiner Schule, das sind die ersten Klassen. Hier wurde schon ganz, ganz eifrig an Büchern und Comics gearbeitet. Ich werde euch dann auch gleich genauer eins herzeigen. Wie mache ich das jetzt eigentlich? Wie arbeiten die Schüler in diesem Programm? Das ist sehr einfach. Dort oben, also links oben, rechts oben, Entschuldigung, befindet sich ein Button, der da lautet Neues Buch erstellen. Die Kinder können sich hier eine Vorlage aussuchen, also entweder ein ganz normales Buch oder einen Comic. Sie können sich hier eben die Formate aussuchen. 1:1 wäre da jetzt die Möglichkeit. Die erste Seite ist immer ein Deckblatt, das Sie gestalten können. Wenn Sie dann hier weiterklicken auf die rechte Seite, öffnet sich dann automatisch die Seite 2 von 3 und würde ich weiterklicken, dann Seite 3 von 4 und so weiter. Es ist eigentlich unendlich möglich, hier das Buch zu gestalten. Wie kann ich da aber jetzt irgendwas überhaupt reinsetzen? Indem wir auf dieses gelbe Plus klicken und sich da ein Menü öffnet und mehrere Elemente möglich sind, die ich hier einsetzen kann. Das können Bilder sein, die die Kinder aus dem Internet suchen. Das können Bilder sein, die sie schon downgeloadet haben. Das könnten Fotos sein, das heißt, es würde sich auch für Fotostories anbieten. Mit einem Stift kann ich hier jetzt was reinschreiben. Ja. Oder zeichnen, das ist vielleicht auch wichtig. Zeichnen, genau. Texte, natürlich, Textfelder sind möglich einzufügen. Auch unterschiedliche Schriftarten. Und was ganz was Besonderes ist auch, dass man Aufnahmen einfügen kann. Das heißt, die Kinder können hier sich selber aufnehmen.
ist ganz lustig, wenn man zum Beispiel sprechende Bilderbücher gestalten möchte oder die Kinder etwas erklären sollen. Dieses Tool, also das Programm, ist somit eigentlich für jedes Unterrichtsfach geeignet und lässt sie extrem vielfältig einsetzen, sei es jetzt für eine kreative Fantasiegeschichte, sei es um Zusammenfassungen zu erstellen, um Präsentationen zu erstellen. Man könnte ein Vokabelheft ausgestalten oder ein Formelbuch. Diese Bücher lassen sich digital betrachten, aber auch ausdrucken. Das heißt, man könnte dann ein fertiges Buch im PDF-Format ausdrucken und auch im Klassenzimmer vielleicht ausstellen. Ich möchte euch jetzt ganz kurz ein, zwei Bilderbücher zeigen. Wir hatten dieses Jahr oder haben dieses Jahr in den ersten Klassen eine Klassenlektüre, und zwar ist das Rico, Oskar und die Tieferschatten. Und die Schüler und Schülerinnen haben hier begonnen, ein Lesetagebuch zu gestalten. Wir schauen da jetzt kurz rein. Hier wurde ein Deckplatz gestaltet von der Jagmoor, das sie sich runtergeladen und hier reingespeichert hat. Die Jagmoor hat hier Charaktere vorgestellt, wie weit sie schon gelesen hat, was ihre Lieblingsstellen sind. Die Jagmoor hat Fotos eingefügt von Bildern, die sie schon selber zum Buch gestaltet hat. Also sie war da schon sehr, sehr fleißig und hat sich dann auch noch selber in diesem Buch vorgestellt. Dann können wir uns noch anschauen, ein Buch mit einer Aufnahme, weil das eben auch für die Kinder sehr lustig war, sich hier auch selber zu hören, beziehungsweise, dass wir uns dann das auch in der Klasse angehört haben gemeinsam. Und zwar bin ich da jetzt auf der Suche, wenn ich das Richtige finde. Genau. So schaut das dann aus. Dann ist dieses Zeichen, dass hier eine Aufnahme ist. Die Hauptfigur von dem Buch ist Rico. Das Buch beginnt am ersten Samstag von den Sommerferien. Genau. Ja, die Hauptfigur ist Rico. Natürlich muss man den Kindern dann, wenn sie Aufnahmen machen sollen, auch eine ruhige Lernumgebung zur Verfügung stellen. Aber den Kindern hat es viel Spaß gemacht, das zu gestalten. Und ich hoffe, oder ich würde mich freuen, wenn Sie dieses Tool oder wenn euch dieses Tool auch inspiriert hat. In meiner Schule wird es schon recht fleißig und intensiv genutzt und es entstehen immer mehr Bücher und die Kinder sitzen auch zum Teil in ihrer Freizeit zu Hause und gestalten ihre eigenen Fantasiebücher. Also es bringt wirklich viel Freude. Genau, dann stoppe ich jetzt einmal den Book Creator. Wir springen zurück in die Präsentation. Ja, danke Hannemal dafür. Genau, was hat die Astrid Lindgren eigentlich gesagt dazu? Es gibt kein Alter, in dem alles so irrsinnig intensiv erlebt wird wie in der Kindheit. Wir Großen sollten uns daran erinnern, wie das war. Ich finde es besonders wichtig, dass wir als Lehrkräfte uns auch immer wieder in die Perspektive der Kinder versetzen und unseren Unterricht bzw. auch die Lernräume so gestalten, dass es die Kinder anspricht, dass es sie kreativ mitnimmt, dass sie das intensiv erleben können. Das ist im digitalen Bereich noch schwieriger, das zu schaffen. Es gibt aber ganz tolle Möglichkeiten, um da kreativ ansprechende Räume zu schaffen. Und ein Tool, wie das funktioniert, hat noch die Sonja herzuzeigen. Vielen Dank. Also, ich nehme euch jetzt mit in unseren Lernraum, wie ich ihn mir als Kind gewünscht hätte. Ja? Also, wenn es als Kind geheißen hätte, oder ich bin auch schon in eine Laptop-Klasse gegangen mit 14, dann hätte ich damals gerne gehabt, dass es wirklich sich anfühlt wie ein physischer Raum und nicht, ich sitze vor einem Kastel und dann sind da lauter schwarze Kacheln und eigentlich kann man nicht wirklich was machen, man kann nicht interaktiv mitgestalten. Und deswegen sind wir auf das digitale Tool GatherPan gestoßen. Ist eigentlich ein Online-Konferenz-Tool, das es aber uns ermöglicht, klassenraumähnliche Interaktionen zu erleben. Ich gehe jetzt wieder aus der Präsentation hier raus, hüpfe dafür in meinen Browser und nehme euch kurz mit in unseren Lernraum, den wir gestaltet haben. Ihr seht mich da jetzt gerade herumspazieren, also ich habe einen Avatar und bin hier als Agent L unterwegs mit meinem Zauberhut.
und kann hier durch meine Klasse spazieren. Da drüben sind jetzt die Computerräume links, da unten ist der Chill- und Couch-Bereich. Dazwischen haben wir uns mal einen kleinen Springbrunnen eingebaut. Aber was hat das jetzt mit Lernen zu tun? Das hat sehr viel mit Lernen zu tun, weil es A, ansprechend aussieht und B, haben wir hier auch überall so kleine Übungen hinterlegt. Hier zum Beispiel kann man sich anschauen, da haben wir das letzte Mal die Präsentation von Agent Lehrkraft hinterlegt. Aber wir verwenden das nicht nur mit Agent Lehrkraft, sondern auch tatsächlich mit unseren Schülerinnen und Schülern. Dafür haben wir beispielsweise auch hier drei Pinnwände organisiert. Und diese Pinnwände hier heißen Schuhwolender. Der Schuhwolender ist sowohl ein wertvolles Werkzeug für Lehrkräfte, aber auch ein wertvolles Werkzeug für Schülerinnen und Schüler, weil es geht um Time-Management. Hier können die Lehrer eintragen, zum Beispiel in Englisch muss die Hausaufgabe am Dienstag gemacht, also am Dienstag wird sie ausgeteilt und bis Mittwoch oder Donnerstag, Freitag ist sie zu erledigen. Aber man schreibt dann auch noch rein, wo es abzugeben ist und man sieht auch die Aufgaben, die anderen Lehrkräfte gesehen oder aufgegeben haben. Das heißt, es kann einem nie passieren oder weniger häufig passieren, dass dann die Schüler zu viel Workload bekommen. Das soll es eigentlich ermöglichen. Dann kann man hier noch weiter spazieren. Und ich bin jetzt zwar alleine im Raum, aber es würde grundsätzlich so funktionieren. Wenn sich zwei Avatare physisch einander nähern in diesem virtuellen Raum, dann wird ein Sprachfenster, ein Videofenster geöffnet und man kann auch über Video miteinander kommunizieren. Das heißt, in diesem Raum, wo wir jetzt sind, wäre es notwendig, dass man sich näher kommt. Geht man aber jetzt zum Beispiel in diesen Raum hier, wo ich reingegangen bin, also eher so die Bibliothek, dann ist der gesamte Raum ein Space, wo man miteinander Videokonferenzen führen kann. Wir haben hier auch nochmal einen Screen hinterlegt. Bei dem Screen ist dann auch wieder eine Aufgabe zu erledigen. Da ging es um ein bisschen Humor mal reinzubringen, um ein Spionenvideo für die Agenten. Wo war noch was Interessantes? Ich glaube, da haben wir auch mal was Interessantes auf den Tisch geknallt. Da waren irgendwo mal Matheaufgaben. Oh je, sie hat das wieder. Bin ich wieder durch die Wand gebeamt. Das wollte ich eigentlich nicht. Das passiert auch manchmal. Ist nicht alles perfekt, aber es macht Spaß. Und das kann man sich ganz einfach selber hinterlegen. Also da haben wir unser Buch hinterlegt, da haben wir schon einiges an digitalen Tools getestet und haben das versucht, in einem Book Creator Buch zusammenzufassen. Und das haben wir dann auch unseren Agentinnen und Agenten zur Verfügung gestellt. Aber das will ich eigentlich gar nicht herzeigen, sondern ich wollte eigentlich die Matheaufgabe herzeigen. Das heißt, man kann auch klassische Aufgaben in der Schule hier zur Verfügung stellen. Da ist es. Vielleicht nur interessant zu erwähnen, diese Welt kann man eben selber erstellen. Die muss jetzt auch nicht so ausschauen wie in unserem Beispiel. Das könnte auch eine Welt sein, die irgendwo draußen in einem Garten oder einem Park ist oder in einer Bar oder wo auch immer. Also es gibt ganz viele Welten, die man das selber erstellen kann, um ja, das für die Schüler und Schülerinnen halt ansprechend zu machen. Man könnte Räume erstellen für Gruppenarbeiten oder Arbeitsplätze, wo jedes Kind quasi seine eigene Aufgabe findet. Also das ist wirklich eine ganz coole App, cooles Tool, um den Unterricht in Online-Unterricht spannend zu machen. Hier haben wir zum Beispiel individuelle Arbeitsplätze für die Kinder eingeräumt. Und das könnte man dann auch noch beschriften und kann ihnen dann auch wirklich einen Namen, also einen Platz nach Namen zusortieren. Und wenn einem das alles zu viel ist mit zu viel Lernen, dann kann man sich auch spaßigere Sachen in das Ganze reinlegen, wie zum Beispiel hier ein Piano reinlegen und mit dem kann man dann auch tatsächlich spielen. Was halt dann in der Klasse vielleicht ein bisschen anstrengend wird, wenn da alle versuchen zu spielen, aber das funktioniert auch. Das heißt, wir haben versucht, hier den Lernraum nicht für Erwachsene zu gestalten, nicht wie Zoom, alle sitzen da und sind brav, sondern dass man auch mal herumspazieren kann, plaudern kann und eben spaßige Aufgaben hat. So, und damit würde ich sagen, falls euch, die Alexandra ist auch schon wieder live geschalten, weil sie mir wahrscheinlich sagen will, dass wir nun am Ende unserer Zeit angelangt sind. Ich teile noch schnell die letzte Folie. Falls jemand Fragen hat und mehr Infos noch von uns haben möchte, geht das ganz einfach. Schreibt es uns über hallo@agentlehrkraft.at oder geht es auf unsere Homepage und wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht auch ein bisschen inspirieren lassen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, das war total spannend. Jetzt die Frage, gibt es
Fragen. Dann einfach mal losschießen. Ja, wir haben es so gut erklärt, dass gar keine Fragen mehr gibt. Anscheinend, ganz offensichtlich. Ja. Okay, ja, dann nochmal danke und ja, schönen Nachmittag euch zwei. Danke. Und bei uns geht es um 35 jetzt wieder weiter. Okay. Dankeschön. Danke.